Heute, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute ein Video. Ich habe ja gestern ein Video hochgeladen mit einem möglichen Event, das natürlich nicht sicher ist. Und ja, das war ein Entwicklungsevent, wo auch Gen 4 Pokémon kommen sollen. Weil in Gen 4 gibt es ja eine Menge Pokémon, die sich aus den Pokémon, die es bisher gibt, entwickeln. Und ich dachte mir jetzt, okay, das Event ist nicht sicher, aber falls es doch kommt, schauen wir uns mal alle Pokémon an, die eine Weiterentwicklung bekommen. Weil ich habe gerade durchgeschaut und das sind echt eine Menge. Also, da haben wir zuerst Roserade, Ambidiffel, Tronmagier, Kramchef natürlich, Shibuna, Magnezone, Schlupleck, Bihonio natürlich, Tangolos, Illewoltek, Magbrand, Togekiss, auf den warten auch viele, Jan Mega, ich glaube, da haben die meisten nicht genug Bonbons oder sollten auf jeden Fall noch Bonbons sammeln. Allgemein für die Pokémon jetzt auf der Liste solltet ihr genug Bonbons sammeln. Die meisten werden wahrscheinlich 50 kosten. Weil zum Beispiel jetzt so Klamux auf Klamchef, das ist die erste Entwicklung, kostet wahrscheinlich 50. Traumvogel genauso, Griffel, Weiterentwicklung 50, Janmar genauso. Ein paar sind aber Drittentwicklungen, also da braucht ihr dann 100 plus Bonbons. Die zwei neuen Entwicklungen von Evoli, Folipurba, heißt er so, und Glaciola. Dann mein alter Kollege und Kumpel, Scorglo, Mamutel, der sollte richtig krass sein. Porygon Z, der zum Beispiel ist eine Drittentwicklung jetzt. 100 Bonbons wahrscheinlich von Porygon 2 auf Porygon Z. Dadurch aber die Entwicklung von Porygon auf Porygon 2 von 50 auf 25 runtergesenkt. Höchstwahrscheinlich. Dann auch die männliche Weiterentwicklung von Trassler. Da hat ja jeder ein 100er oder zumindest ein gutes gespart dafür. Und zwar Galagladi. Das nächste ist Voluminas, Zwirfinst und Frostedje. Ich habe keine Ahnung, wie man den ausspricht. Ist irgendwie richtig kroatischer Name irgendwie. Mit diesem DJE. Frostedje. Wie ihr sehen könnt, das sind eine Menge Entwicklungen. Ich habe an sich für alle genug Bonbons gesammelt. Männliches 100er Trassler habe ich mir aufgehoben. Sogar Jan habe ich in letzter Zeit immer mit gelber Berge gefangen. Also da habe ich mich vorbereitet. Die meisten habe ich auch auf 100. Also ich bin bereit, direkt alle von denen auf 100 zu entwickeln und zu maxen. Bis auf Tangela habe ich natürlich nicht. Tangelos. Magma fehlt mir, Togepi und ja, das war's. Die anderen habe ich alle. Nee, doch. Die anderen habe ich alle. Also ich bin bereit. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr auch bereit seid für Gen 4 und die neuen Entwicklungen. Schauen wir mal, ob das Event stimmt. Checkt nochmal das Video ab, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und ansonsten war es das auch schon wieder von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Neuer Shop, neue Preise. Lohnt sich auf jeden Fall. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.